Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Das war wirklich anstrengend gewesen, aber wir haben es ja geschafft, mit dem ganzen Loot nach Hause zu bringen. Und wir werden jetzt so einige Sachen, soweit wie es geht, craften. 10 Sachen sind verfügbar, die wir craften können aktuell. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir denn überhaupt craften. Was brauchen wir denn? Was ist denn wirklich gerade wichtig? Ich habe jetzt mal hier ein paar Sachen ja freigeschaltet. Damit können wir so einiges machen dann. Es ist die Frage, was nehmen wir denn als nächstes? Was haben wir denn hier denn so Schönes? Wir schauen mal jetzt mal ein bisschen so hier rein. Raustrennen. Freier. Was bedeutet das? Die Beschreibung ist nicht immer gerade so präzise, wo man nicht immer so richtig weiß, was meint das Spiel damit direkt. Angerradar. Das ist natürlich schon sehr nice. Das ist cool. 0,8 kostet uns das, ja. Aber das könnte sich lohnen. Um mehr Energie, stabile Energie zu bekommen. Das ist nice, können wir uns mal merken. So, das ist schon freigeschaltet. Was ist das? Impulshammer. Das wäre Magnethammer. Beschädigte Energie, okay. Da brauchen wir aber die fortschrittliche Werkbank, die haben wir noch nicht. Befreier, ich weiß nicht, was Befreier genau damit gemeint ist. Explosionsschaden. Okay. Das hier ist der Staubsauger, der Handstaubsauger, den wir ja bei nächsten Loot-Tour mal auf jeden Fall mal testen wollen. Das wäre der Bauplan, um den herzustellen zu können. Ja. Verbraucht natürlich halt auch 4 Plätze. Aber vielleicht lohnt sich der auch. Ersatzglühbirne, die können wir auch noch nicht herstellen. Einen haben wir ja. Schweißbrenner, das ist neu. Reparaturmöglichkeiten. Labile Energie brauchen wir dafür. Haben wir auch noch nicht. Plasmaverschrotter. Das ist eine bessere Version von denen, den wir haben. Also sprich Stufe 2 wahrscheinlich dann. Sehe ich aber noch nicht unbedingt Bedarf. Ich will mehr ein bisschen auf Safety First mehr gehen. Das heißt, das Auto ein bisschen stabiler machen. Robuster. Seitliche Fluglichter. Oh, ist auch sehr cool. Aber unsere Batterie wird das aktuell nicht aushalten. Aber auch sehr cool. Scheinwerfer. Das sind wahrscheinlich die besseren Scheinwerfer.
Wiederverwendbare Fackeln, das ist ein kleiner Fall. Okay. Stoff braucht das auch. Ist das Signalpistole? Hey, was soll das? Die Beschreibung. Da steht man einfach nichts. Ich hab keine Ahnung, was der damit meint. Gut, ist eine Signalpistole dafür. Was ist die gut? Das ist die Frage. Ist sie nur eine Beleuchtung? Ich denke mal, es ist vielleicht sowas in der Richtung wie auch. Die Fackeln, nur halt eine Signalpistole, was man wahrscheinlich weiter schießen kann. Um irgendwo weiter hinten zu beleuchten. Ja. Flutlichter für das Dach. Bioscheinwerfer. Verstärkte Scheinwerfer. Abgeschirmte Scheinwerfer. Biofackel. Biosignalpistole. Was ist das? Biolaterne. Alles Bio. Das hier ist schon interessanter. Aktuell Karosserie. Primitive Stoßstange. Nee. Also die haben wir schon freigeschaltet, stimmt. Stoßstange aus Stahl. Stahlplatten. Stahltür. Das ist doch schon viel interessanter. Reifen, oh ja. Was haben wir hier? Sommerreifen, die können wir, haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Wir haben nur Ersatz. Offroad-Reifen. Das hier ist schon viel, viel interessanter. Was ist das hier? Geländereifen? Schlammige, ja. Hat man ja gesehen bei der letzten Folge. Bei der vorigen. Nee. Doch, bei der vorigen Folge. Ich glaube, Folge 9 war das gewesen. Da hat man das ja sehr gut gesehen, was passiert, wenn man zu viel auf Schlamm herumfährt. Und dann kam auch noch der Anker-Typ da, die Maschine, und hat uns da rumgezerrt, Alter. Holy shit. Paddelreifen. Okay, Straße C, Abfahrt B, Wasser AA, Zustand 250. Pannensichere Reifen. Verhindert Platten, verhindert geplatzte Reifen. Straße AA, Offroad B, Wasser C. Was haben wir jetzt? Straße AA, Offroad C, C. Okay, C ist wahrscheinlich das Schlechteste. Und AA ist das Beste. Straße B, Offroad AA, Wasser A. Sind wir eigentlich Offroad-Reifen wirklich relativ gut ausgeglichen, ne? Außer auf der Straße, ja, da fahren wir relativ auf viel aktuell. Aber wir werden auch öfters mal wohl Offroad fahren müssen. Das sind die hier natürlich sehr geil, ne? Aber einen besseren Motor würde ich auch gern haben. Was haben wir denn hier noch? Seitliches Gestell, damit kannst du deine zusätzliche Ausrüstung Gegenstände seitlich am Auto anbringen. Uhu. Das ist auch nice. Mehr Loot würde das bedeuten. Mehr Loot. Jetzt können wir auch das hier machen, weil wir das eine freigeschaltet haben. Das hier oben, das hier.
Deswegen kommen jetzt auch größere Schränke. Wäre, glaube ich, auch sinnvoll, das hier zu machen als erstes. Machen wir auch. Größere Schränke für die Zukunft kann definitiv nicht schaden. Oh ja, großer Schrank. Oh ja. Ach, geil. Oh ja, sehr gut. Sehr nice. Okay. Für den besseren Motor zu bauen, brauchen wir aber, wie heißen die Dinger, Gasflaschen. Die findet man schon ein bisschen seltener. Wir müssen da ein bisschen sparsam umgehen mit dem Presslufthammer-Teil da. Aber das verbraucht ja auch jedes Mal das Zeug. Deswegen werden wir jetzt erstmal weniger Plasma aufsammeln. Erstmal. Wir haben, glaube ich, genug Plasma. Ich weiß gerade nicht aktuell, wie viel, aber es sollte erstmal reichen für eine Weile. Was haben wir denn hier? Sprit. Okay, interessant, ja. Aber unbedingt notwendig, würde ich sagen, nicht unbedingt. Und kostet auch gerade zu viel, 0,7 ist mir ein bisschen zu heavy. Was ist das hier? Seitlicher Stauraum. Fehlt uns ein. Seitliches Gestell wird uns fehlen, okay. Strom würde mich auch vielleicht mal interessieren. Was haben wir denn? Blitzableiter. Interessant, ja, mit Blitzen. Mit Blitzen, die Batterie aufzutanken. Plasma-Ladegerät. Labile Energie brauchen wir aber dafür. Okay. Was ist das hier? Hilfsmittel. Oh, oh, interessant. Ist das eine Fähigkeit? Aktivieren. Anscheinend, ne? Man kann es aktivieren. Kostet uns aber Strom. Wenn die Kletten an uns dran sind oder vielleicht auch der Abschlepper, sag ich jetzt mal zu denen. Kann das hier vielleicht sogar ganz interessant sein. Automatische Sprachbremse ist auch cool. Oder ein bisschen Zeit sparen. Ein Schild. Okay, ja, gucken wir uns später mal an, wenn wir soweit da angekommen sind überhaupt. Motor. Stabile Energie. 4 braucht's aber. Wir können ja noch nicht mal den hier herstellen aktuell. Oder ist das überhaupt der? Ich weiß gar nicht. Steht leider nicht dran, welche Stufe das ist. Bisschen schade. Das steht nicht dran, welche Stufe das ist. Wir können... den hier bauen.
Das ist der hier, ne? Stufe 2. Welchen haben wir denn gerade drin eingebaut? Haben wir auch Stufe 2? Mal kurz schauen. Motor 1. Ja, das ist der. Der hat genauso viel Stärke PS. Okay. Verstehe. Verstehe. Das heißt, wir könnten da schon... Ja, da brauchen wir aber nochmal mehr stabile Energie. Aber das werden wir auch noch uns noch mehr besorgen. Was auf jeden Fall interessant wäre, wie schon gesagt, wäre die Reifen definitiv zu machen. Das macht das Leben nochmal wesentlich einfacher. Das Ganze. Machen wir einmal das hier, müssen wir erst freischalten. Offroad. Und 1,5 Uhr. Aber wie schon gesagt, es lohnt sich, das zu machen. Jetzt haben wir noch 0,9. Reicht das für das eine, was ich da vorhin gesehen habe? Genau das hier. So ein Radar, Angerradar. Weil damit können wir stabil Energie finden. Auf der Karte. Und ich glaube, das ist schon ganz gut. 0,8 kostet uns das. Dann sind wir leer erstmal. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das lohnt sich, das zu machen. Nee. Gerne hier. Offroad. Zahnräder brauchen wir dafür. Ist kein Problem. Glühbirne, Blech, Leitplatten können wir jetzt herstellen. Angerradar brauchen wir. Haben wir schon. Herstellen. Das Teil ist das. Oh, verbraucht auch viel. Also ist auch relativ groß. Aber es, wie schon gesagt, es lohnt sich definitiv. Da bin ich mir sicher. Und der Hammer ist auch schon wieder fast so gut wie beschädigt, also fast verbraucht. Und der kostet jedes Mal uns auch die Gasflaschen, die wir unbedingt brauchen, um den Motor neuen zu bauen, den besseren, und andere Teile zu bauen. Davon gibt es bis jetzt, soweit wie ich gesehen habe, nicht so viele. Naja, gut. Dann brauchen wir nochmal einen Verschrotter. Oder warte mal, spuckt uns der hier vielleicht noch was aus? Ein Verschrotter, natürlich. Dankeschön. Wie bestellt. Sehr gut. Dann, reparieren wir das Auto nochmal. Die Reifen werden wir gleich mal auswechseln. Was ist denn das von der Musik hier? Kann man sich ja gar nicht anhören. Das Gejaule.
Okay, Trap ist set. Es ist relativ viel Country-Musik drin, ne? Finde ich jetzt nicht so geil. Teilweise ist... Ah. Ja. So. Okay. Chemikalien brauchen wir auch mehr. Reifen machen wir gleich neue. Batterie wird gleich aufgefüllt, wenn wir losgehen. Lampen reparieren, wer weiß, dass wir nicht schon wieder in die Nacht reinfahren. Ich hoffe nicht. Stehen bleiben. Hilfe müssen wir einmal herstellen. Offroad brauchen wir die Zahnräder. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ein Offroad. 1. Aber wir müssen ja sowieso einzeln. Oh, wow. Nice. Warte mal, kann ich eigentlich die auch hier machen? Ah ne, die Matte ist, muss upgraded werden. Okay, verstehe. So. Alter, hier alles im Weg, ne? Und der Staubsauger an. Und was? Oh ja, Baby. Oh ja. Alter Schwede. Jetzt sind wir schon mal wesentlich noch mal ein bisschen effektiver geworden. Sehr nice. Okay. Laborator-Kit, stimmt, das brauchen wir noch. Wie machen wir das? Mm-mm.
Ja. Scanne zwei Ass. Die Mission ist immer noch. Mal schauen. Auftrag. Sammeldaten, fahr los und muss ein paar Straßen strecken, damit. Okay. Das Auto ist zu 99% repariert. Hier steht aber Macke. Ja. Ich würde jetzt behaupten, weil ich weiß ja schon ein bisschen aus YouTube, aus den Livestream von anderen Leuten, die das gespielt haben oder spielen, dass man das mit dem Teil hier macht. Aber dann muss man erstmal wissen, welche Macke das Auto hat. Das muss man erstmal rausfinden. Weil sonst kannst du die Macke nicht beheben. Das ist natürlich die Frage halt, ne? Welche Macke meint er? Können ein paar Sachen mal testen. Zum Beispiel mal das hier machen. Okay, es passiert nichts. Okay, passiert auch nichts. Da auch nicht. Das ist was anderes. Auch nicht. Was so in dem Sinne, so eine richtige Macke habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Was ich mal bemerkt habe, wenn ich bemerkt habe, ist, wenn ich den Kofferraum manchmal zumache, dass der anfängt zu hupen. Nicht immer, anscheinend. Das ist, glaube ich, die Macke. Und dann muss man mit dem Gerät das eingeben, wo das Problem jetzt liegt, dass man das richtig korrigiert. Das muss ich aber dann mal zeigen, wenn wir es dann benutzen. Oh, die Batterie ist hier leer. Huch. Okay. Liebe Leute. Hier waren wir gewesen, ne? Nee. Also wir waren mal da gewesen, ja. Schon. Aber es hat sich ja wieder, ne? Die Welt zerstört sich ja dann immer. Weil die wird ja instabil und dann zerstört die sich. Dann wird es wieder eine neue irgendwie geformt oder wie auch immer. Ich habe es noch nicht so ganz begriffen. Aber so in der Richtung. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gehen versuchen noch ein bisschen so die Gefahren aus dem Weg zu gehen. Hier kommen wir anscheinend nicht hin, ne? Nee. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Aber ist auch wesentlich gefährlicher, die Ecke da hinten. Genauso wie da auch. Das würde ich erstmal vermeiden. Da kommen wir nicht hin. Ich glaube, das hier heißt, dass die Welt schon instabil ist, ne? Sie ist noch nicht so instabil, aber sie ist schon etwas instabiler. Anscheinend. Hier ist sie noch stabil.
Und hier ist sie viel, viel unstabiler. Also extremer. Genauso wie da auch. Was heißt das da an den Zeilen? Routenanalyse. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen erstmal hier hin. Erstmal ein bisschen safe. Erstmal ein bisschen aufrüsten. Looten. Dann erstmal die ganzen Loot mit nach Hause nehmen. Erstmal schaffen das. Weiter aufrüsten und dann kommen wir immer noch mit der Zeit auch Gegend hingehen, wo es ein bisschen instabiler schon ist, wenn wir reinfahren. Aber ich würde auf jeden Fall gerne in nächster Zeit die Türen verbessern. Also die Karosserie. Und vielleicht noch irgendwie das Ladevolumen, das Lager im Auto erhöhen. Das wäre so die nächsten, das sag ich mal, die nächsten Ziele, die ich jetzt so hätte, erstmal. Reifen bin ich schon mal mega froh, dass wir die haben. Die werden wirklich einen großen Unterschied ausmachen. Was das für ein Gerät da hinten ist, weiß ich auch noch nicht genau. Aber mal schauen. Hier ist auch noch Loot. Könnte man rein durchgesehen mitnehmen. Aber, ja. Es ist halt, ne. Metallschrott. Haben wir ja schon so viel. Gut, 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 gut. Dann würde ich sagen, Sommerreifen, Ersatzreifen. Ah, das ist auch da drin gelagert. Na gut, dann würde ich sagen, wie schon gesagt, alles klar. Ich mache erstmal an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir werden auf jeden Fall bei der nächsten Folge die nächste Tour machen. Puh, das wird spannend. Also, bis dann. Tschüss.